Und ich hab's geschafft. Ich war letzte Woche in einer großen Stadt. Da gibt es einen Werksverkauf von diesen kleinen, wie soll ich sagen, ohne dass ich Schleichwerbung mache. Ihr wisst schon, die Teile, die alle froh machen, nicht nur Kinder. Und man kann sie sich in den Mund stecken und sie schmecken ausgezeichnet. Werksverkauf, ich habe gestaunt. Die Regale waren voll ohne Ende und mit ganz vielen Teilen, die ich noch gar nicht gekannt habe. Ich durfte leider auch nicht alles probieren, aber so ist es beim Werksverkauf. Man erlebt das Paradies und man kann so viel davon mitnehmen, wie man nur tragen und schmecken kann. So ähnlich geht es mir übrigens auch hier auf dem Höchsten, dem Kraftort. Da lädt mich ein Berg dazu ein, komm zu mir und nimm so viel mit, wie du tragen und schmecken kannst, damit es dir nachher etwas leichter geht, deine Seele wieder lächelt und zufrieden ist. Aber es gibt noch einen anderen Werksverkauf. Den Himmel stelle ich mir persönlich auch als Werksverkauf Gottes vor, wo es ganz viele gute Gaben gibt. Manchmal bin ich noch gar nicht zum Testen gekommen, manchmal gibt es Dinge, von denen ich gar nichts wusste, aber Gott will mich auf den Geschmack bringen und er lädt mich ein, komm, kauf bei mir, kauf umsonst, du kannst so viel mitnehmen, wie du willst, Hauptsache, du hast genug und nie mehr das Gefühl, zu kurz zu kommen. Das ist für mich ein ganz wunderbarer Werksverkauf im Himmel. In diesem Sinne lade ich euch ein, auf den Höchsten als Kraftort oder direkt zum Werksverkauf Gottes und da mitnehmen, was geht. Und auf den Geschmack kommen. Tschüss.